Wenn der Rücken verspannt ist, kann es dafür viele verschiedene Gründe geben. Natürlich ist einer der Gründe, dass wir uns vielleicht falsch bewegen oder eine nicht ideale Körperhaltung haben. Aber mindestens so wichtig sind die Gründe, die du dir aus dem Alltag durch dein Handeln, durch ein gewisses Verhalten auch hereinholst. Generell ist es so, wenn der Rücken verspannt ist, ist es ganz oft auch ein Grund, rein körperlich gesehen, der nicht im Rücken selber resultiert. Das heißt, es gibt Gründe aus anderen Körperregionen, aus anderen Körperbereichen. Wenn wir die nicht ideal einsetzen, und das passiert regelmäßig natürlich, dann überträgt sich das, gerade weil das auch so eine riesige Fläche ist auf deinen Rücken, der darauf reagiert, vielleicht schmerzt, verspannt ist oder du dich zu eng in deiner Bewegung fühlst. Ein Beispiel dafür möchte ich dir heute gerne mitgeben. Das kannst du dann auch direkt gerne im Alltag einsetzen. Es ist zum Beispiel ein ganz großer Bereich ist, wenn dein Mundraum, aber auch dein Beckenbereich nicht frei genug sind in deiner Bewegung oder nicht frei genug im Alltag bleiben, dann überträgt sich das direkt auf den Rücken. Das kannst du dir vorstellen, bildlich gesehen, ein bisschen so ähnlich wie bei einer Presse. Wenn der Mund zu eng ist, zum Beispiel, dann drückt er von oben her direkt auf Nacken oder auch Rücken. Und genauso ist es beim Becken. Wenn das Becken zu kräftig ist in der Haltung, zu intensiv muskulär auch gehalten wird, dann ist es umgekehrt, dann schiebt es sich von unten her nach oben. Das heißt, Mund und Becken pressen deinen Rücken direkt zusammen und dadurch natürlich wird es enger, die Muskeln werden kürzer und das tut dann auch irgendwann weh an den unterschiedlichsten Körperstellen des Rückens. Ich habe für dich einen kleinen Ausschnitt einer Übung vorbereitet, wo ich dir das veranschaulichen möchte. Ich habe die Körperbewegt-Methode entwickelt. Mein Name ist Ulrike Bauer. Mir ist ganz wichtig in dieser Körpermethode, das ist die Basis im Grunde dieser Körpermethode, dass es komplex zusammenwirken darf. Dass komplex zusammenwirken darf, einerseits dein Bewusstsein, im Alltag oder auch vom Alltag, was du hereinholst, das genauso bewusst aber werden darf, eine gewisse Bewegungsfreiheit, die wieder entstehen darf. Wenn beides zusammenspielt, dein Alltagsbewusstsein und dein körperliches Bewusstsein, dann wird automatisch dein Körper wieder anders natürlich von dir in der Bewegung eingesetzt, deine Bewegung wird freier und du fühlst dich wesentlich natürlich wohler. Dieser Mundraum, wirst du in der Übung sehen, hat ganz viel zu tun auch mit dem Bereich nicht der üblichen Kieferübungen, sondern im Zusammenspiel von Gaumen, Zähne, Kieferknochen, wie wir das idealer auch spüren oder einsetzen können. Und genauso ist es auch beim Becken. Das Becken, das ist vor allem zum Beispiel im mitteleuropäischen Raum ganz intensiv, noch mehr, wesentlich mehr bei Frauen als bei Männern, dass wir unser Becken auf einmal begonnen haben, mehr zu tragen. Das heißt, wir versuchen, das Becken hochzuhalten, anstatt das Gewicht des Beckens auch zu nützen und die Schwere für die Beine dann einzusetzen. Und fast noch wichtiger aber ist für beide Bereiche, eben Mund und Becken, dass wir ein Bewusstsein für diese inneren Räume bekommen. Das darf gerne in Bildern völlig abstrakt geschehen. Aber dieses Bewusstsein für diese inneren Räume, wenn die größer werden, kannst du dir bildlich gerne vorstellen, dann haben die Knochen eine andere Freiheit, sie können anders bewegt werden. Ich sage auch gerne dazu, sie können sich anders bewegen, die Knochen. Die Organe haben mehr Platz entsprechend im Beckenraum. Und je freier eben der Mund, desto freier wird auch die Auswirkung sofort auf Nacken und Rücken reagieren. Ich zeige dir die folgende Übung. Es ist ein Ausschnitt daraus. Normalerweise sind die Übungen noch ein bisschen länger, weil einfach Zeit notwendig ist, um diese Komplexität herzustellen. Und nach der Übung werde ich dir noch eine Kleinigkeit dazu erklären. Wenn du nun deinen Rücken beobachtest, atme. Atme ganz ruhig und zwar jedes Einatmen in diesen Rücken. In diesen Rücken, der den Boden berührt. Atme ein, führe deinen Einatmen zu diesem Rücken und spür, wie deine Wirbel, vor allem die tiefsten, die, die du am besten am Boden spürst, wie deine Wirbel immer noch und noch besser den Boden kontaktieren. Fast so, als möchten deine Wirbel
in weichen Sand versinken. Jedes Einatmen fließt immer wieder zu deiner oberen Rückenhälfte, jedes Einatmen kontaktiert dich noch besser und das Ausatmen lass es einfach an den Boden wegfließen, spüre, wie dein Rücken und deine Wirbel dabei sogar noch zusätzlich entspannen. Immer wieder in Ruhe einatmen und in Ruhe abfließen lassen. Dein Kiefer ist dabei ganz frei, beißt die Zähne nicht zusammen. Und nun, wenn du den Rücken beobachtest, ich nenne es ganz gerne, mache einen Kompromiss. Dein oberer Rücken möchte während der ganzen folgenden Übung so gut er kann am Boden bleiben. Und vor allem atme auch weiterhin dort ein. Dein unterer Rücken, der wird sich allerdings in seiner Bewegung sehr variabel verändern. Dein unterer Rücken wird sich Becken und Bein angleichen. Und das beobachte, wenn du jetzt beginnst, dein linkes Bein zu verlängern. Du suchst ein langes Bein, ausgebreitet am Boden, und auch dann spüre, wie immer noch der obere Rücken am Boden liegt. Der untere Rücken ist aber lang, den schiebst du in dein Bein hinein. Achte dabei auf deinen Kiefer, deine Zähne entspannt und zur gleichen Zeit auf dein Becken, das ist dein Hauptthema. Beobachte dein Becken, dein Beckeninnenraum, diese Beckenhöhle und beobachte vereinzelt, genügen ein oder zwei Knochen, die für dich da vielleicht sogar spürbar im Becken sind. Vor allem zum Beispiel dein Kreuzbein, das liegt ja direkt am Ball auf. Wenn du dieses Kreuzbein beobachtest, gib ihm Raum. Das heißt, rund um dein Kreuzbein, in deiner Fantasie, in deinem Bild, darf alles schmelzen, rund ums Kreuzbein. Sodass das Kreuzbein mehr Raum bekommt und du das Kreuzbein entspannst. So frei wie deine Knochen im Becken sind, so bewusst beobachte beim rechten Bein, das ja aufgestellt ist, deine Fußsohle. Und spür noch einmal nach. Die Zehen möchten lang sein, ausgebreitet und breit zur gleichen Zeit. Bei diesem Fuß kannst du nun ein wenig mehr Druck in den Boden ausüben. Ein wenig genügt. Drück den Fuß ein wenig mehr in den Boden und weil du diesen rechten Fuß in den Boden drückst, beginnst du dein Becken zu rollen. Einfach über den Ball rollen nach links zu deinem langen Bein. Und du rollst, benutzt dabei den Ball, rollst, bis du spürst, dass deine linke Hüfte, dein linkes Bein an der Außenseite den Boden klar kontaktieren. Und spür wirklich hin, schau innerlich hin. Wir glauben oft, dass wir den Boden berühren und wenn du dann hinspürst, merkst du, da geht vielleicht noch das eine oder andere Gewicht mehr zu verlagern. Und selbst jetzt atme in Ruhe in deinen Rücken. Immer noch achte auf diesen oberen Rückenbereich. Natürlich hat er sich verändert, aber dass er so tief wie nur irgendwie möglich bleiben darf. Und dein Kiefer frei. Bei dieser Übung beobachtest du drei Bereiche. Einerseits dein Becken, diesen inneren Raum, die freien Knochen. Nummer zwei, diesen oberen Rücken, dass er tief am Boden sein darf und beatmet wird. Und Nummer drei, wenn du hinspürst zum Becken, wie frei deine Knochen sind, wirst du merken, es reagiert dein Mundinnenraum darauf. Was bedeutet, je freier dein Becken ist, desto freier wird dein Mund. Und das brauchen wir. Beobachte dieses Kiefer, vor allem Oberkiefer, deine Kieferknochen und, so komisch das klingen mag, sogar deine Zähne. Lass Kieferknochen und Zähne freier sein, auch wenn der Verstand sagt, das ist unmöglich.
Du wirst spüren, dass es sogar angenehm ist. Stell dir vor, dass Kieferknochen und Zähne, bildlich gesehen, schwimmen dürfen. So ähnlich wie träge Bojen am Wasser dürfen sie schwimmen. Du brauchst sie nicht festzuhalten. Gib ihnen freien Raum. Entspanne im Mund, damit die Knochen schwimmen dürfen. Und das gleiche im Becken, ein freies Kreuzbein, genauso schwimmend wie Kieferknochen und Zähne und dazwischen dein Rücken. Mit jedem Einatmen immer noch diesen oberen Rücken beatmen. Deine Augen innerlich, dein innerer Blick dürfen so entspannt sein, so weich sein, dass dein innerer Blick ganz einfach, der kann das, alle drei Bereiche in einem großen Bild sehen und beobachten dürfen. Deine inneren Augen sind weich und sehen in einem großen Bild die freien Beckenknochen, den Atem zum Rücken, den tiefen Rücken und die freischwimmenden Knochen im Mundraum. Alle drei Bereiche zur gleichen Zeit. Die weitere Bewegung ist im Grunde nur Zierde. Eine kleine Herausforderung, ob du in diesen drei Bereichen bleiben kannst, in dieser Tiefe. Und so wie du bist, im Becken, Rücken und Kiefer, in dieser Qualität beobachte dein gebeugtes Knie, dein rechtes Knie. Und beobachte dieses Knie, wie es auch beginnt, sich zu bewegen nach links. Du bewegst es hinunter Richtung langem Bein. Lass dir Zeit dabei, sodass du die drei Bereiche organisieren kannst, Becken, Rücken, Kiefer. Im besten Falle kann das gebeugte Bein das lange richtig berühren. Du gibst das Gewicht ab auf dieses lange Bein. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass es an manchen Körperstellen ein bisschen zieht oder zwickt. Stell dir vor, das ist eher im äußeren Bereich deines Körpers. Den inneren Bereich, den kannst du regulieren. Durch diese freien inneren Räume, die schwimmenden Knochen, durch deinen Atem im Rücken. Vielleicht kannst du jetzt nach der Übung spüren, dass in der Übung integriert einerseits dieses Freiwerden des Körpers ist oder ein freier Werden gleich zu Beginn, dass es gleichzeitig auch eine unglaubliche Tiefenentspannung hat, was wir brauchen. Wir brauchen es, um herunterzukommen von diesem enormen Tempo des Alltags, das alleine wirkt ja auch auf den Körper und im Besonderen auf den Rücken. Und jetzt speziell in dieser Übung, wenn du freier wirst im Kieferraum, im Mundraum, im Gaumen alleine schon, dann wirst du im Alltag, wenn du es einsetzt, merken, der ganze Mundraum ist natürlich im Kopf drinnen. Und durch die ganzen Verbindungen, die wir haben, hat dieser Bereich alleine zum Beispiel eine ganz große Wirkung auf all deine Sinne. Damit meine ich, dass du dich bitte nicht wunderst, wenn du tatsächlich dann ein wenig anders siehst, wenn du mehr Tiefenwirkung zum Beispiel auch, wenn du in den Raum hinaus siehst, wenn du das mehr wahrnehmen kannst, wenn du vielleicht sogar, es klingt extrem, aber es geht relativ rasch, vielleicht Formen oder Farben ein wenig anders wahrnimmst. Das kommt daher, weil du ganz einfach mehr Dreidimensionalität wieder wahrnehmen kannst. Das heißt, in unserem Stress sehen wir oft flächig, wir nehmen oft sogar nur zweidimensionale Formen sehr bewusst wahr. Und jetzt beginnt aber dann durch dieses innere Raumgefühl mehr zu öffnen. Es wird größer, es wird dreidimensionaler. Das wirkt sich genauso oftmals auf dein Hören aus. Es kann generell auf deine Sinne eine Auswirkung haben. Und zweitens kann passieren, das ist dann mehr durch dein Becken schon, dass du auf einmal das Gefühl hast, wieder mehr Bodenkontakt zu haben, satter, geerdet zu sein. Und das natürlich bringt viel, viel mehr Ruhe in deinen Körper, viel mehr Ruhe in dein Denken sogar. Das hängt dann direkt zusammen. Das heißt, wenn du das einsetzt, kannst du im Alltag ausgeglichener sein. Es wirkt der Stress nicht mehr so schnell auf dich.
Du kannst, ich nenne es gerne, souveräner in der Situation handeln, ausgeglichener generell reagieren. Und das natürlich macht sofort von vornherein schon einmal auch deinen Rücken freier. Ganz abgesehen davon von den körperlichen Funktionen Mund und Becken. Ich wünsche dir ein hervorragendes Übertragen in den Alltag. Dafür ist es gedacht, dass du es direkt im Alltag einsetzt, dass du dort ausgeglichener sein kannst und dass du dadurch auch im Anschluss dann nachher deine Freizeit entsprechend mehr noch genießen kannst.